Es ist 9 Uhr und damit Zeit für das wöchentliche Webinar hier zu Gast bei Ayondo. Ich heiße Sie ganz herzlich willkommen. Mein Name ist Rüdiger Born und ich werde Sie in den nächsten 60 Minuten hier über die Charts jagen. Nämlich, wir wollen gucken auf die Live-Charts, gucken, ob wir dort Trades platzieren können. Heute zur morgendlichen Stimmung. Es klingt ungewöhnlich, es ist ungewöhnlich. Normalerweise heißt es ja immer, es ist 19 Uhr. Jetzt 10 Stunden früher, wir wollen mal auf den Anfang der Sitzung gucken. Einmal im Monat haben wir uns vorgenommen, machen wir das. Also da gucken wir mal ein bisschen auf den früheren Handel, aber keine Sorge, ansonsten bleibt es bei den Abendsitzungen. Also 19 Uhr bitte im Kalender normalerweise festhalten, da kommen wir aber noch drauf. Bevor wir loslegen, ganz kurz zwei Folien, da kommen wir aber nicht drum rum. Und die kurze Frage, ob ich überhaupt zu verstehen bin und ob hier die Folien, das Live-Trading und Analyse, das Titelbild hier zumindest schon mal zu erkennen ist. Geben Sie kurz laut, dann weiß ich, dass ich hier nicht ins All rede, sondern da was zu Ihnen ankommt. In der Hoffnung, das zumindest. Okay, super. Also ganz lieben Dank fürs Feedback, auch für die anderen Kommentare, die ich immer wieder zwischendurch lese. Freue ich mich sehr drüber. Also herzlichen Dank auch dafür. Bevor wir auf die Charts losgehen, eine Folie der Pflicht halber. Sie wissen das, ich bin selber ja nicht von Ayondo. Ich bin selbstständiger Händler, ich habe eine Vermögensverwaltung und damit bin ich eben eigentlich mit dem Handel betraut. Zwischendurch mache ich gerne mal eben Ausbildungselemente wie die Coachings beziehungsweise jetzt hier die Webinare, was wir hier machen. Aber weil ich eben auch selber Händler bin, kann es sein, dass ich selber oder eben einer meiner Teammitglieder hier in der Vermögensverwaltung Trades, die wir hier heute besprechen oder Situationen, die wir besprechen, die ich Ihnen vielleicht ganz toll anpreise, in der Hoffnung, dass das nicht zu marktschreierisch ist, dass die von uns schon umgesetzt wurden. Also da könnte ein Interessenskonflikt bestehen. Da muss ich darauf hinweisen. Also teilen Sie alles nochmal durch zwei. Aber ich werde es auch immer begründen und Sie wissen, es kommt letztlich nicht auf den exakten diesen einen Trade an, sondern es kommt darauf an, wie die Situation in verschiedenen Marktsituationen sich immer wiederholt und wie man das immer wieder nutzen kann. Also insofern denke ich, nicht ganz so schlimm. Trotzdem, der Aufsichtspflicht, hätte ich fast gesagt, der Prüfungspflicht hier, sind wir genüge oder mussten wir genüge tun und deshalb hier der Hinweis eben dazu. Wir sind ja zu Gast hier heute bei Ayondo. Für all diejenigen, die damit noch nichts anfangen können, das hieß früher auch mal Gecko. Es gab früher auch schon Ayondo, inzwischen sind die beiden zusammengegangen. Es war eh unter einer, sagen wir mal, grob Management oder Eigentums, unter einem Eigentumsdach. Ich sage das mal ganz grob, wie gesagt, ich bin ja jetzt nicht aus dem Haus, deshalb kann ich das niemals so schön erklären, wie das ein Mitarbeiter dort machen könnte. Aber das, was sie früher als Grün mit Ayondo kannten, Grün mit Gecko kannten, das ist jetzt unter dem Ayondo-Dach vereint. Also Ayondo Markets jetzt eben auch Broker. Und Sie sehen es, ganz schlecht scheinen sie nicht zu sein, denn sie haben ganz gut abgeschnitten. Mein Credo, ich sage das ganz neutral, also ich muss hier keine Werbung machen einseitig. Gucken Sie sich die Leute aber mal an. Also probieren Sie es ruhig mal aus, mindestens auf dem Demo-Account. Aus meiner Sicht, da machen Sie eh keinen Fehler mit, dann haben Sie nochmal was anderes gesehen. Meiner Meinung nach muss man allerdings auch mal echt getradet haben, damit man sehen kann, ob der Broker wirklich was taugt. Sie müssen da ja nicht gleich einen Heiratsvertrag über 30 Jahre abschließen. Testen Sie es halt einfach mal und wenn Sie feststellen, die nächsten 10, 20 Trades, damit sind Sie super zufrieden, bingo. Und wenn Sie feststellen, die sind ja total doof, sprechen Sie mit denen und fragen Sie, warum das aus Ihrer Sicht nicht so gut funktioniert. Ich kann aus Erfahrung sagen, dass einige Wünsche auch hier, wo einer gesagt hat, das kannte ich aber früher anders, beziehungsweise das würde ich gerne anders haben oder mir fehlt hier das eine oder andere, vielleicht kann da ja drauf Rücksicht genommen werden, wäre nicht das erste Mal. Aber soweit erstmal Front ab, wir wollen es jetzt hier mal offen halten, aber für diejenigen, die jetzt ja noch ganz kurz das nur miterleben können, weil sie gleich zur Arbeit müssen oder falls der Chef mal reinplatzt, schon mal vorab die Vorschau. Ich mache es am Ende nochmal ganz kurz. Nächste Woche wieder ganz normal, 19 Uhr, da bin ich dann auch wieder in Deutschland. Am 26. Mai, das ist natürlich total gelogen, was hier steht, bitte vorsichtig, am 26. Mai ebenfalls 19 Uhr. Das ist ja schon wieder ein Klassiker, ja, da wollte man es besonders schön machen. Also, 26. Mai definitiv auch 19 Uhr. Bitte nicht hier ernst nehmen, was hier steht, also das muss hier auch dementsprechend 19 Uhr hier sein. 19 für all diejenigen, die den Ton jetzt leise haben. Das ist auch 19 Uhr.
Und am 2. Juni, wir haben tolles Feedback bekommen zum Thema Alienwellen Spezial, ruhig mehr davon, in der Hoffnung, dass das auch Ihr Interesse trifft, haben wir gesagt, naja, ein bisschen was dazu kann ich noch sagen, also ein zweites machen wir auf jeden Fall nochmal. Und dann können wir mal gucken, wenn Sie weitere Interesse haben. Wir müssen das nicht alles auf Alienwellen beziehen. Ich hätte eh sonst vorgeschlagen, wir würden noch mal ein Spezial machen, auch zu Fibonacci. Einfach damit Sie die ganzen Werte, die Zahlen, die ich Ihnen immer hier in den Kopf schmeiße, auch noch mal grafisch haben, damit Sie sie auf einer Folie haben zum Nacharbeiten, könnte ich mir vorstellen, dass wir dann eben im weiteren Verlauf dann später dann noch mal Fibo-Spezial machen. Oder auch andere Themen, die Sie sich dann wünschen im Laufe der Zeit. Also Sie sehen, wir haben noch viele Möglichkeiten zusammenzukommen. Das Ganze am 2. Juni dann Doppelwebinar, im Anschluss danach wieder um 19 Uhr wie gewohnt hier, das, was wir jetzt auch heute in der Morgensitzung machen. Okay, lange genug hier zu geschwafelt. Wir wollen uns mal jetzt konzentrieren auf den Chart, in der Hoffnung, dass ich das richtige Chartfenster jetzt nach oben bringe. Ein Moment, das müsste dieses hier sein, jawohl. Und wenn jetzt alles klappt, dann haben Sie jetzt die Ayondo-Plattform vor sich und auf der linken Seite die Global Watchlist. Das ist für mich immer so eine Zusammenstellung. Die Watchlisten, die können Sie selber zusammenbauen, wie Sie wollen. Probieren Sie es einfach mal aus. Also ich habe hier jetzt mal eine einfache Global, ich habe eine einfache Currency. Wenn Sie jetzt sagen, das lohnt meistens für die Webinare jetzt nicht, dafür echte Watchlists anzulegen, aber wenn Sie jetzt zum Beispiel bestimmte Aktienmärkte auch noch mal im Auge behalten, dann können Sie hier natürlich auch neue Watchlisten erstellen und dann da ganz schnell dann eben Ihre Titel da durcharbeiten. Also das ist durchaus empfehlenswert. Okay, wollen wir mal gucken. Wenn wir doch jetzt hier schon zur Morgensitzung zusammengekommen sind, denke ich mal, dann sollte der Blick mal auf den DAX gehen. Denn ich kann mir vorstellen, viele gucken auf den. Dann wollen wir mal schauen, ob wir jetzt heute da irgendwas draus machen können. Ganz kurz, wir wollen es jetzt diesmal wirklich ein bisschen kürzer halten, da lieber auf den aktuellen Blick erstmal gucken. Aber nichtsdestotrotz, kurz vorher sollten wir nochmal einen Blick werfen auf das, was wir hier hatten an Bewegung zuvor. Einfach damit wir nochmal sehen, dass wir jetzt zum Beispiel alleine hier hinten, wir können das mal hier machen, so eine Trendlinie jetzt hier. Schauen Sie sich das mal an, hier so eine leicht fallende Trendlinie, das ist zumindest für den einen oder anderen ein Widerstand. Ja, das kann man auch hier natürlich horizontal nochmal sehen. Ja, super, das ist jetzt, aber so ungefähr kann man es machen. Hier horizontale Linie, auch die dürfte für Widerstand sorgen. Wir haben hier oben drüber nochmal einen Widerstand. Also wir haben hier eine Menge Widerstände vor uns. Das kann natürlich im kurzfristigen Bereich auf jeden Fall dazu führen und dürfte typischerweise, dass da erstmal immer Schluss ist. Also zum Beispiel auf 5-Minuten-Basis, nicht vergessen, noch sind wir hier auf Tagesbasis, gleich wechseln wir. Nichtsdestotrotz, wenn es diese Niveaus hier durchschlägt, dann haben wir eine sehr realistische Chance, dass irgendwann hier der ursprüngliche Trend, den wir ja immer noch haben, nach oben insofern fortgesetzt wird, dass wir hier die alten Zwischenhochs hier raustoppen. Alle, da sind die Markttechniker unter Ihnen wahrscheinlich auf Ballhöhe. Also das kann sein, dass wir dann von Stufe zu Stufe hier in die nächsten Bereiche kommt und damit dann die 9.800 und dann möglicherweise auch die 10.000 dann schnell dann am Ende läuft. Trotz alledem, wir müssen ja auch im Auge behalten, was es kurzfristig auf sich hat und dafür sind die Widerstände mindestens zwischendurch erst nochmal ein wichtiges Indiz. An sich können wir allerdings nochmal hier auffassen, wenn wir mal das Intervall ein bisschen verkürzen. Ich mache mal 4 Stunden, damit wir hier ein bisschen was sehen. Können wir mal gucken, hier die Aufwärtsbewegung. Oh ja, da können wir sogar noch kleiner gehen. Stunde, gucken wir uns das mal an hier. Einfach damit wir so einen Überblick bekommen. Hier Trendbewegung nach unten. Und dann haben wir hier das sehen wir aber nicht so gut hier. Den sind nämlich gleich in die Irre führen lassen. Hier nochmal 4-Stunden-Basis. Das ist wichtig. Setzen Sie ruhig immer ein bisschen hin und her. Was ich jetzt hier gerade gesehen habe, war im Prinzip hier nur so dieser hintere Bereich, das hier. Aber wir sollten gucken, dass wir das richtige Tief hier erwischen. So, doch, das hier hätten wir gebraucht am 7. Das war hier auf jeden Fall ein Zwischentief und wir sehen es hier schon im 4-Stunden-Chart anhand dieser Kerzen. Der Kurs ist zwar optisch erstmal und deshalb bin ich nicht so ein großer Freund. Das ist ein gutes Beispiel, klasse. Hier für die Kerzen. Wenn ich mir die Kerzen angucke, sieht das so aus, wir sind ziemlich gut hier nach oben gelaufen, richtig? Wenn man aber genau hinguckt, dann stellt man fest,
Uiuiui, der Kurs war hier oben, ist wieder hier runtergelaufen, ist wieder hochgelaufen, ist wieder runter, also starke Überschneidungen, das Ganze hier. Also, du könntest wieder rumwechseln, ja, ich weiß, viele arbeiten lieber mit dem Kerzenschein. Das Ganze ist ganz schön wackelig hier hochgelaufen, also durchaus, ich sag mal, korrektive Züge, die das Ganze hier hat. Und dementsprechend bin ich noch nicht so sehr davon überzeugt, dass wir hier eine echte tolle Aufwärtsbewegung haben. So sehr ich das glauben mag, wenn ich mir hier den ersten Teil hier angeguckt habe, oder den letzten Anstieg hier, 1, 2, 3, 4, 5, dann machte das den Eindruck. Ich kann mir vorstellen, dass wir immer noch hier in einer Korrektivbewegung drin sind. Also hier war es korrektiv nach oben. Von diesem Ausgangspunkt, von dem oberen, sieht das hier sehr korrektiv aus. Unter Umständen sogar ein bisschen kontrahierend. Ja, also wäre denkbar, dass das hier eine A, B, C, D, E gibt. Aber in allen Fällen sieht das danach aus. Erstens mal, wir haben hier einen Abwärtstrendkanal. Wir sind hier korrektiv immer noch unterwegs. Auch den letzten Schub von unten nach oben sieht korrektiv aus. Also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich für heute eine Entscheidung fällen muss, vorläufig, welche Richtung es geht, dann bin ich auf der Short-Seite eher unterwegs. Also das gefällt mir besser. Wann sind meine Revisionspunkte? Wann überdenke ich meine Überlegungen? In unserem Fall, naja, zuerst mal, wenn wir hier dieses Zwischenniveau hier, ich zoome es mal ein bisschen ran. Hier, wenn wir dieses alte Hoch hier daraus toppen, das ist jetzt so ein doppeltes, ja, also insofern ein bisschen überschossen haben wir schon, aber wir denken dran, überschießen macht noch keinen Sommer in Anführungsstrichen. Der Kurs, wir sehen das hier, macht gerne mal falsche Ausbrüche. Wer hier dann geglaubt hat, siehst du, jetzt geht's endlich runter, zack, ist der Kurs dann doch wieder in die falsche Richtung gegangen. Also das passiert sehr, sehr gerne. Auch hier Ausbruch nach oben über das letzte Hoch und der Kurs geht erstmal runter. Hier durchaus ähnlich der Fall im Moment. Trotz alledem, Warnsignale sind, wenn wir die letzten Hochs hier rausnehmen, später dann diese Hochs, also da sollten wir aufpassen. Insgesamt bin ich aber jetzt auf der Suche nach abwärts gerichtet. Und bevor wir das hier alles totquatschen, gehen wir gleich mal auf einen kürzeren Chart, erstmal so 15 Minuten zur Orientierung. Dann sehen wir schon, okay, seit heute Morgen ist der, hier sehen wir nochmal die korrektive Aufwärtsbewegung, die wir hier zum Schluss hatten. Also, ich sag mal, das sieht zumindest hier nicht so sehr doll aus. Wobei ich sagen muss, na gut, ein bisschen was wegen Abendhandel und sowas müssen wir abziehen. Allerdings, das hier war ein ganz normaler Handel hier am Freitag. Und das sah ja wirklich alles andere als hübsch aus, was wir hier haben. So, deshalb gehen wir mal noch eine Stufe genauer, 5 Minuten ruhig. Gucken wir uns mal an, was wir seit heute Morgen haben. In dem Fall können wir auf heute Morgen gucken. Ich bin sonst kein Freund. Ich sage das immer ganz gerne. Ah, ich sehe gerade, Bild eilt dem Ton deutlich voraus. Nee, Ton eilt dem Bild voraus. Geht das mit mehreren so? Sagen Sie Bescheid. Ich kann auch ein bisschen langsamer reden. Und vorsichtshalber habe ich natürlich auch eine Aufzeichnung gemacht. Das heißt, wenn es ganz blöd kommt, dann gucken Sie sich die Aufzeichnung nachher nochmal an. Vielleicht hilft das dann nochmal für das ein oder andere Verständnis. Trotzdem gucke ich mal, dass ich das im Auge behalte. Okay. Ich weiß nicht, manchmal ist das stärker, manchmal ist das weniger. Gut, ich bin jetzt oft hin und her gesprungen. Ich mache es ein bisschen langsamer von dem Bild wechseln. Und ich kann auch schon mal andeuten, wenn ich das nächste Mal hier in Japan bin, dann ist das Internet hier noch schneller. Denn ich habe hier im Moment nur so eine Übergangslösung, die ist zwar schneller als das, was wir in Deutschland haben, aber in der Zukunft wird es noch schneller. Sollte eigentlich nicht daran liegen, aber wer kennt sich mit der Technik aus? Deshalb, lieben Dank für solche Hinweise. Sie dürfen immer auch Fragen stellen, wenn Sie sagen, Mensch, ich verstehe überhaupt gar nicht, was will der Kerl hier. Stellen Sie einfach Fragen, schmeißen Sie was rein und wenn ich das hier sehe auf dem anderen Bildschirm, dann kann ich dann entsprechend da reingrätschen und das noch ein bisschen spezifizieren. Also, in dem Fall, so habe ich gerade angefangen, gucke ich hier auf den Tagesanfang. An sich ist mir der Tagesanfang nicht so wichtig. Ich weiß, viele sagen, ja, aber das ist doch wichtig, wenn hier der Tagesanfang war. Nee, wenn ich ehrlich bin, nicht. Warum? Stellen Sie sich vor, der Kurs war als letztes hier oben in der Ecke. Nur mal als Beispiel. Hat aber hier angefangen. Ja, dann zählt doch hier das Hoch. Also jetzt nicht wundern, da oben ist nichts, ja? Also da kommt auch nichts, selbst mit Timelag, das ist jetzt nur mal angenommen. Jetzt in diesem Fall können wir wirklich sagen, wir haben hier zum Wechsel des Tages hier tatsächlich hier die Hochmarke gehabt. Insofern passt das super, können wir das durchaus hier gelten lassen.
dass das hier ein Hoch war. Und wir haben deutlich einen Schub nach unten. Auch das ist erstmal deutlich. Jetzt haben wir klassischerweise eigentlich ja den Verkauf, nachdem wir hier, ach Gott, hier, ich bin ganz schön sticky. Also das müssen wir nochmal hier schnell wegmachen. Nicht in die Irre führen lassen hier von mir. Wir können sogar jetzt hier auf Minute gehen. Ich will sie gar nicht mal anheizen, hier auf Minute unbedingt zu handeln. Aber wir können ruhig hier auf Minute sehen. Vielleicht sehen wir ein bisschen interne Struktur hier noch. Wobei ich die auf Minute, gebe ich ganz ehrlich zu, nicht ganz so exakt nehme. Wenn man es genau sehen will, da haben wir die Elliott-Wellen gemacht. Dann machen wir das hier nochmal in Erklärung. Hier oben war der Hochpunkt. Dann ist hier eine Bewegung hier runter gewesen. Ja? Ist der Kurs hier hochgegangen zwischendurch, nochmal hier runtergegangen, hier hochgegangen. Und wer jetzt gucken will, ich zähle nochmal. Oder mal gucken, ob ich malen kann. Also malen geht immer, aber ob Sie es sehen, ist immer die andere Geschichte. Manchmal klappt das ja, manchmal nicht. Also, ich könnte mir vorstellen, hier war das Ende der ersten Welle. Können Sie diese, die lila 1 oder die Magenta-Farben, würde man seit Telekom ja sagen, magentafarbene 1 dort sehen? Hier, ich mache mal einen dicken Pfeil hin, damit Sie das besser erkennen können. Ja, das ist dann natürlich auch schade. Also, dann machen wir das anders. Ich weiß nicht, woran das liegt. Das ist also jedes Mal irgendwie anders, aber in der Regel klappt es nicht. Ich benutze mal den Laserpoint und mache mal, den Laser sehen Sie, glaube ich, aber in der Vergangenheit hat das immer ganz gut geklappt. So, also, wir haben hier die erste Welle runter und die endet hier vielleicht. Ich sag mal vielleicht, es geht mir jetzt gar nicht so sehr ums Grobe oder ums ganz Genaue, aber die endet hier. Die erste Bewegung. Das heißt, das ist die erste Welle Ende. Dann ging es hier hoch, Ende zweite Welle. Wir sind auf Minutenbasis, dass wir da jetzt nicht viel interne Struktur mehr sehen können, das liegt in der Natur der Dinge. Danach ging es hier deutlich nochmal runter. Das war hier vielleicht das Ende der dritten Welle. Also hier unten würde ich die 3 ranmalen. Und hier oben wäre die 4. Ja, also der Kurs hier nochmal hochgewackelt. Und wer jetzt aufgepasst hat, sieht, hier haben wir eine Überschneidung. Wie gesagt, wir sind auf Minutenbasis unterwegs. Da bin ich, wenn ich ehrlich bin, ein bisschen großzügiger mit Exaktheit. Ich nehme das aber auch nicht ganz so genau und sage, das ist aber 100% jetzt richtig, was ich hier sehe. Aber die Wahrscheinlichkeit dafür, dass es irgendwie sowas ist, ist nicht schlecht. Und manch einer von Ihnen, der tippt wahrscheinlich schon heftig im Hintergrund, das könnte auch ein Leading Diagonal sein, nämlich das Ganze wie ein Impuls, aber mit dieser leichten Überschneidung. Ja, dürfte sein. Und ein Leading würde ja nicht beißen, denn ein Leading wäre ja hier als erste Welle auch absolut in Ordnung. So, jetzt haben wir folgende Situation in dem Zusammenhang. Ja, ich habe den Laserpointer lange stehen lassen hier. Ich muss mal gucken, dass ich den so ein bisschen bewege, dass Sie sehen, das Bild lebt noch. Jetzt mache ich den sowieso mal weg, den Laserpointer, weil ich will mal die Fibonaccis einzeichnen hier. Typischerweise wäre ja von hier oben nach hier unten jetzt wieder Fibonacci fällig. Und wir wissen, idealerweise klettert der Kurs 50 bis 61,8%, aber er sollte nicht weiter steigen als die 76,4er-Marke. So, das heißt, eigentlich würden wir hier gerne shorten. Hätten wir hier geshortet, wenn wir schneller gewesen wären, also wir waren noch vor dem Webinar jetzt. Ich sage, nein, an der Stelle shorte ich nicht. Wäre jetzt im Nachhinein gut gegangen, aber ist nicht das, was ich haben will. Warum? Wir sind zwar sehr dynamisch nach unten gegangen, aber wir sind auch sehr dynamisch nach oben gegangen. Das heißt, ich würde in diesem Bereich nicht jetzt mich trauen zu shorten. Es gibt erstmal hier gar keinen Ansatz dafür, dass der Kurs hier short geht. Denn wir sind hier fast genauso bullisch nach oben unterwegs, wie wir vorher bärisch waren. Das heißt, da haben wir ehrlich gesagt überhaupt gar keinen richtigen, vernünftigen Ansatzpunkt. Auch wenn Sie jetzt im Nachhinein sagen, siehst du, der Blödmann hätte doch machen können. Nein, es geht nicht darum, ob das hier jetzt zufällig geklappt hätte oder nicht. Es geht darum, sich ein Vorgehen anzueignen, das in der Summe vieler Trades immer wieder positive Ergebnisse bringt. Und in diesem Fall müssen Sie damit rechnen, dass der Kurs, wenn er zwar dynamisch nach unten kommt, aber dann auch dynamisch nach oben geht, eben nicht zwangsweise hier dreht. In unserem Elliott-Wellen Spezial 2 werde ich eine Sache ranbringen, nämlich, das können wir jetzt schon mal machen, weil es gerade hier der Fall ist,
Wenn der Kurs aber fast wie am Lineal gezogen bis zur oberen Fibo-Marke hier läuft, ja, also hier da oben 76,4er, manche einer kennt die 78,6er, die liegt Millimeter höher oder 2, 3, je nachdem wie groß ihre Bildschirmauflösung jetzt ist, aber in Wirklichkeit sind die Marken hier sehr eng beieinander. Wenn der Kurs also von da nach da gestiegen ist, fast wie am Lineal gezogen, wenn auch ein bisschen Pissbogen, aber an sich, nein, Springbrunnen, da können wir das her, ja, also hier nach oben gekommen ist, dann haben wir dort eine realistische Chance zu shorten. Idealerweise natürlich mit einer Bestätigung, das wäre dann im Zweifelsfall, naja, der höchste Punkt war hier, dann immer nachgezogen, sagen wir mal, mit Trailing Stop Entry, würde man sozusagen sagen, also sprich, wenn der Kurs hier unter die letzte Marke hier fällt, das war der höchste Punkt, das hier sind Innenstäbe oder Innenkerzen, also ich sage mal, unter dieser Kerze hier wäre ein möglicher Short gewesen, wer ein bisschen aggressiver rein will, hätte auch hier Short gehen können. Vorsicht allerdings, wer jetzt glaubt, siehste, das wäre doch ein riesen Trade gewesen, das wäre sicherlich ein ordentlicher Trade gewesen, aber auch wenn Sie jetzt sagen, wieso, war doch super, eigentlich wäre der Ausstiegspunkt wieder irgendwo hier. Warum? Ich mache jetzt mal diese Fibo-Marke weg und zeichne mal eine neue Fibo-Marke. Wir haben doch nichts anderes als einen sehr dynamischen Anstieg von hier nach hier. Und wir haben einen relativ korrektiven Rücksetzer. Wir sehen das am Winkel. Auch das werden wir im Elliott-Wellen-Spezial noch genauer beleuchten. Wir sehen das am Winkel und wir sehen das am Verhalten. Welcher von den beiden Armen, der hier oder der, ist impulsiver? Das heißt, unsere Zielmarke wäre irgendwo 50 bis 61,8 gewesen. Also ich sag mal, irgendwo hier hätten wir wahrscheinlich bei Erreichen der 50er zumindest mal den Stop hier hin nachgezogen. Das wäre auch okay gewesen. Wir hätten ein bisschen was verdient an der Geschichte. Ich will das gar nicht schlecht reden. Das ist durchaus ein valider Handelsansatz. Man kann natürlich auch sagen, okay, ich warte, bis er auf jeden Fall hier hinkommt. Aber irgendwo in diesem Bereich, auch wenn der Kurs jetzt weitergefallen wäre, wäre der Ausstieg gewesen, die Gewinnmitnahme quasi für das Ding. Und mit der Erwartung oder Gefahr, dass der Kurs nämlich das, was er hier vorne nochmal nach oben hat, hier hinten nochmal nach oben gemacht hätte. Das ist mir wichtig zu sagen, weil ich weiß, dass viele, viele sagen jetzt, ja, aber das wäre doch. Es geht dabei an der Börse niemals um, aber es wäre doch. Es geht immer nur, wenn Sie tausendmal traden, was kommt hinten bei raus, so ungefähr. Und insofern ist es völlig schnuppe, ob es in diesem Fall aber dieses hier viel besser gewesen wäre und ob man das nicht hätte erkennen können. Ich sag mal so, eigentlich aus meiner Sicht nein. Denn wir gehen zwar davon aus, auf übergeordneter Tagessicht, dass der Kurs fällt, aber wer spricht denn dagegen, dass der Kurs nach sowas hier korrektiv runtergeht, nochmal einmal hier hochgeht, nochmal die alten Marken antestet, vielleicht sogar einmal raustoppt. Sie denken an False Breakout und anschließend erst nach unten geht. Für all diejenigen unter Ihnen, die sich zu den Weitstoppern zählen, also sagen, ich mache meinen Stop eh einen Kilometer entfernt, da hätte man natürlich sagen können, naja, ist doch völlig schnuppe, wo ich hier jetzt genau reingehe. Ich gehe eh davon aus, dass der Markt fällt. Ich habe genügend Potenzial nach unten nochmal da. Ich mache nochmal ganz kurz den Wechsel hier auf Tag. Ja, also wir hätten Potenzial, dass der Kurs bis hierhin auf jeden Fall runterfällt. Also bis, das sind ungefähr 100 Punkte. Und unter Umständen sogar im Sinne von dynamischer Anstieg. Hier irgendwie sowas geht er sogar noch bis hier runter. Sie haben hier sogar noch eine steigende Unterseite. Also vielleicht fällt er sogar knapp 200 Punkte. Alles denkbar. Das heißt, wir hätten also mindestens mal 100, wenn nicht 200 auf der Unterseite und wir hätten vielleicht 50 oder weniger auf der Oberseite. Das wäre schon durchaus in Ordnung. Aber wir wollen uns nicht so sehr jetzt auf die Longstopper konzentrieren, sondern wir wollen uns jetzt darauf konzentrieren, wie wir mal ein bisschen kürzerfristig hier aktiv werden können. So, wenn Sie sich jetzt wundern, warum ist der Kerl hier nicht short gegangen? Ich weigere mich hier short zu gehen, wenn der Kurs so wackelig, so korrektiv geht. Das ist doch kein tolles Zeichen für, es geht nach unten. Natürlich kann der Kurs gleich noch runterfallen, aber es geht nicht darum, was der Kurs kann und was ich vielleicht verpasse, sondern es geht darum zu sehen, was ist das Bild der größeren Wahrscheinlichkeit. Und in diesem Fall ist die Wahrscheinlichkeit, sagen wir mal, dass der Kurs jetzt direkt richtig schön nach unten geht, eher nicht so hoch, als dass wir hier nochmal irgendwie was nach oben nochmal sehen. Ob er nach oben geht, weiß ich im Zweifelsfall nicht. Das Tolle ist aber, wenn er nochmal nach oben gegangen ist und wir sehen, er ist hier bis dahin schon runtergefallen, wir müssen gar nicht so weit nach oben gehen, ja,
Stichwort, das hatte das erste Mal nach oben gemacht. Wenn ich dieses hier nochmal anlege, auf die Seite hier vorne, schiebe ich das mal rüber, dann müsste er ja nur noch bis hierhin klettern, dann hätten wir ein 1:1 Verhältnis. Ja, das würde theoretisch sogar schon reichen. Also, solange er so nach unten unterwegs ist, bin ich nicht short. Und das Problem ist, noch dazu, Sie sehen, wir können mal gucken, wie das da mit den Symmetrien aussieht. Das wäre noch so das Einzige, was man vielleicht nutzen könnte, was ich mitunter nutze. Gucke, wie groß sind denn so die Rücksetzer gewesen? Dieser hier zum Beispiel, dieser hier ist ähnlich. Aber Sie sehen, die Rücksetzer, naja, sind ungefähr ähnlich groß, haben aber die Tendenz, latent größer zu werden, glaube ich, oder? Täuscht das? Wir können nochmal den hier messen. Distanzmesser, messen wir mal den hier. Also wir hatten jetzt vorher den gemessen, der liegt schon unten. Jetzt haben wir den gemessen, legen wir den an. Sehen Sie, also die werden latent größer. Ach, ich weiß nicht, irgendwie, das gefällt mir nicht. Seien Sie mir nicht böse, wenn Sie es handeln wollen, gerne. Wenn Sie es handeln wollen, wären tatsächlich hier solche Marken, wenn Sie sagen, ich habe Symmetrien hier, ja, dann können Sie die natürlich nutzen. Ja? Einmal, zweimal, wenn der Kurs dann wieder in diesen Bereich geht, kann man da versuchen, wieder short zu gehen. Ich bin persönlich allerdings nicht der große Freund. Und wir dürfen eins nicht vergessen, wir sind auf Minutenbasis hier unterwegs. Und Minute ist immer so, Sie haben immer noch ein bisschen Verschnitt. Sie haben einen gewissen An- und Verkaufsspread. Der ist zwar sehr fair hier bei Iondo. Gucken Sie hier, können Sie sehen, hier der Punkt im Moment. Also da gibt es nichts dran auszusetzen. Aber Sie müssen ja immer noch damit rechnen. Sie müssen rein und Sie müssen raus. Sie verlieren immer. Sie müssen sich ein bisschen was wegschneiden. Ja, und also insofern, das ist ganz normal. Das ist auf Minutenbasis. Wenn Sie so eng, klein, klein machen, dann muss wirklich alles passen, damit Sie auch auf Sicht da rauskommen. Ja, wenn, also rauskommen Sie, aber damit Sie positiv dort auf Sicht rauskommen. Denn unter Umständen verlieren Sie, ja, wo gehen Sie hier rein, dann würden Sie hier schon reingehen, dann stoppen Sie da oben, wollen Sie jetzt schon wieder raus, nee, Sie warten vielleicht mal auf hier unten. Das kann alles eine knappe Geschichte werden. Deshalb, das ist nicht jedermanns Sache. Wer es machen mag, also ich bin nicht grundsätzlich dagegen, ich mag diesen Symmetriehandel grundsätzlich gerne. Ich mag ihn aber lieber, wenn das Bild passt. Und wenn ich ehrlich bin, das Bild gefällt mir hier nicht ideal, auch wenn das jetzt hier eigentlich ganz gut aussieht im Nachhinein. Aber an sich passt das nicht. Ich würde eher darauf warten, dass er wieder eine scharfe Geschichte mal macht. Und das hier ist im Moment hier noch alles andere als scharf. So, Stimme nebenher geölt. Wer es jetzt diesen Ansatz weiterverfolgen will, der kann natürlich, also ich mache das mal andeutungsweise, wir hatten jetzt hier, im Moment ist das Tief ja da, das heißt, wenn der Kurs jetzt hier quasi auf ungefähr dieses Niveau, wo jetzt hier diese blauen Linien sind, und eine können wir noch dazu malen, wir haben ja inzwischen drei Gegenbewegungen, wenn der Kurs irgendwo in diese Zone reinläuft, dann könnte man hier einfach der Symmetrie folgend sagen, an der Stelle gehe ich wieder short, mache einen ganz schnellen Short-Trade hier rein. Sie können theoretisch sogar noch ein Fibo-Retracement da anzeichnen, nämlich hier von der letzten Bewegung beispielsweise hier runter. Dann stellen Sie fest, hier ist die 61er-Marke, auch die würde ja ungefähr hier sagen, da dürfte ruhig ein Dreh sein. Also wir haben hier eine gewisse Clusterbildung auf relativ engen Raum. Und nichtsdestotrotz könnte man auch hier noch sagen, okay, ich habe von hier nach hier ja auch noch Fibonacci und dann sehen Sie, da liegt immerhin die 38er Marke. Also da wäre schon eine gewisse Short Chance hier da, aber Sie sehen, das ist extrem korrektiv. Und Sie dürfen ja eins noch nicht vergessen, es hat ja auch noch eine psychologische Komponente. Ich mag am liebsten sowas hier haben oder sowas hier haben. Wenn Sie jetzt versuchen, so eine Bewegung, klar hätten Sie mit der jetzt auch Geld verdient, aber Sie haben hier viele Phasen, wo Sie, ich sag's mal ganz landläufig, nicht glücklich werden. Warum? Gucken Sie es doch mal an hier. Der Kurs, nehmen wir mal an, Sie würden jetzt hier irgendwo eine Short, oder machen wir mal hier irgendwo mittendrin eine Short-Position, dann geht's runter, Sie freuen sich, dann geht's wieder negativ, dann geht's wieder runter, Sie freuen sich, dann wird's wieder negativ, je nachdem, wo Sie hier reinkommen. Das heißt, in diesem Fall
halten sie sich sehr lange in der Korrekturphase auf. Und dann erstens mal haben sie ihr Geld gebunden in einer Bewegung, die nicht richtig Vortrieb hat. Das ist nicht immer ideal, kann man aber auch verzeihen. Aber das Zweite ist, man neigt dann subjektiv dazu, dort Fehler zu machen, weil man ja die Position irgendwann sagt, Mensch, jetzt komme ich wieder ins Minus, komm, jetzt schließe ich, oder hier war das, jetzt komme ich wieder ins Minus, jetzt schließe ich das Ganze. Dann schließen Sie die Short-Position, dann fällt er dann runter. Also das ist eigentlich nicht das, was ich handeln will. So, jetzt kommt eine Frage rein. Wenn es kein Zigzag ist, gilt ja nicht die Wellenalternation? Naja, sagen wir mal so, ich muss gestehen, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie ich den Krempel hier zählen soll. Also ich könnte mir jetzt hier was aus den Fingern saugen mit hier komplexes Muster und so weiter, aber da gibt es dann 38.000 verschiedene Varianten, die man da zählen kann. Aber ich sag mal so, von hier oben bis hier unten, denke ich mal, sind sich alle einig, ist die größte Wahrscheinlichkeit, ich mache mal hier die Fibos weg, damit wir da ein bisschen bessere Sicht wieder haben drauf. Die anderen können wir lassen, das hatten wir schon da bestätigt. Also da wäre jetzt hier eine mögliche Short-Situation aufgrund dieser Symmetrie-Geschichte. Aber von hier oben bis jetzt hier unten rein, ja, also von da oben bis hier unten rein, ist das Ganze korrektiv. Wir haben so viele Kursüberschneidungen. Hier im Kleinen, okay, kann man nochmal drüber hinwegsehen, aber dann sehen Sie jetzt mal hier die Bewegung, ging es hoch, ging es wieder runter, hier überschneidet mit dem Vorangegangenen, geht es wieder runter, hier überschneidet mit dem, überschneidet sogar noch mit dem, dann geht es wieder runter, zack, überschneidet mit dem, überschneidet sogar noch mit dem und genau genommen sogar noch mit dem, da wäre ich ein bisschen großzügiger, weil auf Minutenbasis. Aber wir haben hier so viele Kursüberschneidungen, diese Überlappung, also alles Korrekturbewegung. Ob das jetzt hier Zigzag oder ob das Double Zigzag, keine Ahnung, wenn ich ehrlich bin. Das ist aber korrektiv und korrekt, also macht auf jeden Fall, formulieren wir es mal vorsichtig, das macht einen korrektiven Eindruck. So, korrektiv ist aber eigentlich Countertrend, also gegen den Trend normalerweise. Das heißt, wenn der abwärts gerichtet ist, dann müsste es eigentlich irgendwie nochmal nach oben gehen. Jetzt beißt sich das zwar mit unserer Überlegung, die wir aus der übergeordneten Sicht auf Tagesbasis, erinnern Sie, oder 4-Stunden-Basis hatten wir gesagt, na, haben wir da nicht heute besser sogar die Chancen, dass wir nochmal hier runtergehen? Das beißt sich damit, ja. Aber erstens mal, wir sagen ja nicht, dass es von da auf 10.000 steigt jetzt hier. Also, ich warte, bis das Bild wieder aktuell ist. So, jetzt müsste es so langsam da sein. Hier auf Minutenbasis heißt das ja nicht, dass wenn ich sage, es sieht eher nach nochmal steigend aus, dass wir auf 10.000 klettern, aber das Hoch hier hatten wir eben gesagt, dass wir das vielleicht nochmal rausnehmen. Vielleicht nehmen wir auch das Hoch hier nochmal raus, 9.625 hier, auch denkbar. Von mehr rede ich ja gar nicht und danach darf es ja auch fallen. Also ich bin ja gar kein Gegner der Abwärtsrichtung. Es darf ja ruhig fallen danach, aber im Moment sprechen hier mehrere Indikatoren, also ich sag mal Indizien, gegen, weil ich hier keine klassischen Indikatoren eingeschaltet habe, aber Indiziengeber sprechen hier dagegen, hier ein klares Bild zu erkennen. Und dementsprechend, so doof das ist und so sehr man sagt, aber man hätte doch, klar, ja, also ich sage Ihnen auch in der Viertelstunde, ob wir hier hätten kaufen können oder verkaufen. Im Nachhinein ist einfach, aber im Vorhinein ist das hier im Prinzip nichts Sinnvolles, Verwertbares und dementsprechend hier aus meiner Sicht nicht eines Trades würdig. Das ist mir wichtig, ich kaudere deshalb so lange dran rum, weil ich natürlich auch weiß, ich meine, mir geht das ja grundsätzlich auch nicht anders oder insbesondere ging es nicht anders, ich will ja auch traden. Ich setze mich dann ran und stehe extra morgens früh auf und dann sehe ich eine Bewegung im Markt und dann tut es schon weh, wenn man dann sagt, ja, aber habe ich nicht gemacht. Aber wie gesagt, wir werden eigentlich nicht fürs Traden bezahlt. Wir werden für die Performance bezahlt. So soll es im Prinzip sein als Händler. Oder so ist es eben. Das heißt, wenn hier kein vernünftiger Trade abzusehen ist, dann ist egal, ob es im Nachhinein gut gegangen wäre. Sie sehen, wenn Sie hier jetzt nochmal wieder auf diese Symmetrie gesetzt hätten, da wären Sie, hätten Sie Schiffbruch erlitten, wenn Sie da reingegangen wären, wären Sie jetzt ausgestoppt worden. Das macht auch durchaus Sinn. Wir hatten hier nämlich, gucken Sie mal, unten wieder ein
ein False Breakout, also der Kurs hier unten, da sehen Sie hier unter meiner, mache ich nochmal den Laser an, dann können Sie es vielleicht besser sehen, hier unten drunter, der war tiefer als der. Da wird manch einer gesagt haben, siehst du, jetzt bricht der Kurs nach unten weg. Nee, Pustekuchen, jetzt geht es gerade erst nochmal in die andere Richtung. Also, das ist ein ganz, ganz typisches Ding. Kommt gerade die Frage rein, oder gerade eben schon, achten Sie auch auf die gleitenden Durchschnitte. Ich muss gestehen, ich bin jetzt nicht so ein großer gleitender Durchschnittsfan. Wir können es aber mal reinnehmen, dann sage ich Ihnen nämlich mal was dazu. Wenn ich sie benutze, man, Sie sehen hier, es gibt hier viele verschiedene, den SMA, den EMA, den MMA und was weiß ich was hier. Wenn ich ehrlich bin, im Wesentlichen ist es aus meiner Sicht fast egal, welchen Sie hier benutzen. Ich nehme in der Regel den SMA, weil gucken Sie mal den Unterschied an, den exponentiellen, gucken wir uns mal darunter an. Ja, der hat einen kleinen Unterschied. Aber tun Sie sich selber einen Gefallen und gucken Sie nicht so sehr darauf, wann schneidet der hier irgendeine Linie. Ich weiß, viele haben das mal gelesen, irgendwo, wo schneidet er das. Das funktioniert in beiden Fällen nicht. Der gleitende Durchschnitt in allererster Linie zeigt Abweichung. Ja, das ist seine Hauptaufgabe. Das heißt, wie stark weicht der Kurs ab? Zum Beispiel hier ist der Kurs weit weg gewesen von der gleitenden Durchschnittslinie. Und hier ist er relativ neutral. Ich mache immer, wenn der Kurs weit weg ist von irgendeiner Durchschnittslinie. Time Lag 30 Sekunden, das ist ja unglaublich. 30 Sekunden zum Bild. Also, das wundert mich sehr. Also, nicht, dass Sie jetzt denken, das hat was mit Tokio grundsätzlich zu tun. Ich telefoniere hier mit Video und alles in Echtzeit nach Deutschland. Das ist eigentlich nicht das Problem. Ich wundere mich jetzt, woran das jetzt liegt. Müssen wir mal gucken. Ja, also. Okay. Das ist aber schon mal lieb, dass ich Hinweise kriege. Also es scheinen wohl mehrere Leute zu betreffen. Ich weiß nicht, ob es alle betreffen. Kann mal jemand eine Gegenstimme sagen, wenn jemand sagt, bei mir ist es nicht so lang. Dann kann ich eingrenzen, ob es ein generelles Problem ist, ob es auf meiner Seite liegt oder woran es eventuell liegt. Kann ich es vielleicht ein bisschen besser einschätzen. Also es gibt Leute, bei denen es okay ist. Bei mir passt's. Also erstmal lieben Dank dafür, für den Hinweis. Keine Verzögerung. Okay, also es scheinen Einzelschicksale zu sein, aber mehrere. Insofern versuche ich, ein bisschen darauf Rücksicht zu nehmen. Also weil es eben auch mehrere betrifft, die Bilder ein bisschen langsamer zu besprechen. Keine Sorge, ich werde das jetzt nicht so machen, sondern aber so ein bisschen passend, dass Sie es trotzdem hoffentlich verstehen können. Und wie gesagt, der Hinweis, es gibt ja auch noch die Aufzeichnung dazu. Dann können Sie sich die Aufzeichnung angucken. Also hier auf der linken Seite am tiefsten Punkt war ein großer Abstand zu den gleitenden Durchschnitten. Also würde ich dort, wo der Abstand zu den gleitenden Durchschnittslinien sehr groß ist, nichts unternehmen, was benötigen würde, dass der Kurs noch größer, also der Abstand noch größer wird. Also sprich, da würde ich nicht unbedingt einen Short dann noch machen wollen. Sie sehen aber schon, also für mich ist das Ganze sagen wir mal, eher ein Verhinderer von Trades oder ein Warnmelder, ein Verzögerer von Trades, der eher sagt, oh, mach mal langsam, wir haben hier eine Übertreibung, lass sie mal abbauen. Ich zeige mal, hier haben wir nochmal ein Beispiel, es ist ein kleineres Beispiel, aber Sie sehen hier 9.20 Uhr, ich deute schon mal an für die, die das Bild später haben, um 9.20 Uhr waren die gleitenden Durchschnitte viel höher als der Kurs, der war ja teilweise relativ weit unten und dementsprechend haben wir da eine starke Abweichung. Das ist die Überlegung, soll man nicht mal darauf warten, bis der wieder dahin kommt. Es gibt ja auch noch einen Ansatz, den können wir gerne mal im Indikatoren-Special irgendwann nochmal bringen, indem man sehr, sehr viele gleitende Durchschnitte mal bringt. Wir können das nochmal machen. Ich mache nochmal hier ein paar SMAs dazu. So, machen wir das mal so. Und dann gucken wir mal, wenn man nämlich... Machen wir aber mal ein bisschen längeres Intervall. Machen wir mal nicht 1 Minute, sondern mal 5 Minuten. Ich habe jetzt das Bild auch nicht so sehr im Kopf. Müssen wir mal gucken, wie das hier aussieht. Aber es gibt einen Ansatz zu den gleitenden Durchschnitten. Den finde ich nicht so uninteressant, dass der Kurs, wenn er
Das ist jetzt gerade aber mit den Nachtzeiten, da müssen wir ein bisschen gucken. Ah ja, wir haben ja was angefangen hier. Finde ich natürlich gerade kein schönes Beispiel. Ich finde ein paar Beispiele, aber nicht an den Stellen, die ich zeigen will. Weil ich will auf was Bestimmtes hinaus und das, wenn es geht, ohne die Nachthandelsgeschichten. Weil Sie sehen, das ist übrigens eine Besonderheit, können wir mal kurz noch erwähnen, hier bei Ayondo, dass Sie bei den Titeln, nicht bei allen, Sie müssen sich das mal angucken, Sie können hier zu den einzelnen Titeln hier auch die Infos sich nochmal aufrufen. Also wenn Sie da draufklicken irgendwo, hier, dann können Sie sich hier Informationen noch mit dazu holen und allen möglichen Schnickschnack, wann der läuft und so weiter. Handelszeit müssen wir nochmal draufklicken, hovern und so weiter. Also da gibt es ganz, ganz, ganz viele Informationen dazu. Und es gibt einzelne Kontrakte, die laufen 24 Stunden sogar. Klingt erstmal ein bisschen abstrus, warum der DAX 24 Stunden, das kennen wir doch nicht. Das Ganze hat den Sinn erstmal, oder wie wird das gemacht? Es wird berechnet aufgrund der amerikanischen Futures natürlich. Da kann man eine ungefähre Hochrechnung machen, wo der DAX stehen muss. Das ist natürlich nie so genau. Also bitte fangen Sie jetzt nicht an, nachts um 4 nochmal eben schnell DAX hier zu handeln. Auf Minutenbasis idealerweise noch. Das macht keinen Sinn. Aber es hat den Vorteil, dass Sie auch nachts einen Stop drin haben können. Das heißt, wenn jetzt irgendwas ganz, ganz Schlimmes mal nachts passiert, keine Ahnung, Krieg jetzt in der Ukraine oder Erdbeben in Japan. Ich hatte hier vor kurzem nachts um 5 Uhr oder morgens um 5 Uhr eins, hier meine Zeit. Das ist außerhalb der Handelssitzung unsererseits, also europaseits. Nehmen wir mal, das wäre hier viel schlimmer gewesen, war immerhin 6, irgendwas. Hier geht die Wirtschaft baden, in Anführungsstrichen. Dann ist es schon gut, wenn man notfalls auch nachts zu einem Kurs raus kann und nicht erst morgens mit einem Gap zur Eröffnung. Also das ist der Sinn, der dahinter steckt. Wenn wir jetzt den aber hier jetzt angucken, gibt der hier unter Umständen Handelssignale zu einer Uhrzeit, wo ich ehrlich gesagt nicht unbedingt ein Handelssignal haben möchte. Also da müsste man dann eher einen raussuchen, der das nicht drin hat. Wir haben hier teilweise natürlich, können wir ja andeutungsweise mal machen, DAX hier quasi wie die Futures gehandelt werden, hier entweder Mini-Future oder hier, wir können das schon sehen, hier auf Dezember, ne, Juni wäre jetzt hier das Richtige. Den habe ich hier ja schon drin. Die dann auch, zumindest meine ich das jetzt aus dem Kopf zu wissen, nicht nachts dann mehr gehandelt werden, so dass wir da dann eben quasi das ungefähr entsprechend haben, wie die Future-Kurse oder wie das eben läuft. Dementsprechend kann man die dann eben verwenden. Also, jeder sollte sich das so raussuchen, wie man das will. So, jetzt wollen wir aber nochmal eben gucken. Hier finde ich das jetzt so auf die Schnelle nicht. Dann zeige ich Ihnen das aber trotzdem nochmal hier auf dem Chart. Den gerade offen lassen können. Stunde. Weil hier haben wir keine Unterbrechung. Und das ist gar nicht so schlecht. Also diesen Ansatz hier mit den gleitenden Durchschnitten, den kann man noch mit dazu nehmen. Und dann sehen Sie, allerdings auch nicht so viele Linien mehr. Also müsste man dann hier sich noch welche dazu holen. Also über die Werte kann man dann streiten. Sie wissen, ich bin ein Fibonacci-Fetischist. Dann können Sie hier die Fibonaccis nehmen, beispielsweise. Da können Sie auch andere Klassiker nehmen, die immer wieder drankommen. Also das ist nicht das ganz große Problem. Sie stellen dann fest, dass einige, was haben wir als nächstes? 84, 89 ist, glaube ich, die nächste Fibo-Zahl und die lassen wir mal weg hier. Dann stellen wir fest, dass wir hier so eine ganze Schar von Linien haben, aber immer dann, wenn wir Verdickungen haben, so wie hier jetzt, da sind immerhin drei Linien eng beieinander, die anderen, die sind jetzt hier nicht mehr eng, da ist der Kurs relativ zügig weggelaufen. Hier oben haben wir eine Verdickung, drei Linien eng beieinander, von da sind wir ziemlich zügig weggelaufen. Also achten Sie darauf, wo Sie so eine Schar haben, die eng beieinander liegt. Also je mehr dort relativ eng hier liegen, da oben jetzt zum Beispiel, also die beiden unteren sind da nicht dabei, können wir auch mal löschen jetzt hier, der Einfachheit halber. Also wenn Sie hier viele eng beieinander haben, auch mit dem Kurs, wäre das, ist ein Ansatz. Bitte das nicht als bare Münze nehmen und sagen, oh, das ist ja klasse, den ganzen anderen Schlanz, den können wir uns ja sparen. Aber wenn Sie sowas sehen im Chart, dass es
eine sehr enge Verdichtung quasi dieser Linien hier gibt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass von dort aus eine gewisse Bewegung induziert wird, relativ groß und oftmals auch eine dynamische Bewegung. Das war jetzt hier am Freitag mehr ein Wackelpudding-Salat, aber es ist ja danach dann doch immerhin noch weggegangen davon. Also das mal so als im Hinterkopf halten. Ich kombiniere das gerne mit den Ideen aus dem Elliott-Wellen, aus dem Fibonacci-Handel. Also das können wir da auf jeden Fall auch mit reinnehmen. So, wollen wir mal gucken, ob es jetzt hier irgendwie was schon Neues gibt aus der Geschichte. So, wie gefällt mir das? Nee, gefällt mir leider auch noch nicht so richtig gut. Das wäre so ein Ansatz, wäre das so eine Kiste gewesen. Also das wäre schon, ich sag mal so pseudomäßig gut, ich zeige es Ihnen mal. Aber leider nur pseudomäßig, aber trotzdem, auf das achte ich jetzt hier in dieser Situation normalerweise. Wir haben hier einen Anstieg, idealerweise aus einem Guss oder fünfwellig. In dem Fall gefällt mir klar nicht, das sieht hier schon fast dreiwellig aus hier. Zack, zack, zack. Ja? Danach haben wir Rücksetzer auch dreiwellig. Zack, zack, zack. Also ich mache es nochmal langsam. Wir haben hier den Anstieg von dem Tief, vom aktuellen Tagestief jetzt hier. Und wenn Sie das hier zu dem Zwischenhoch hier um 9.35 Uhr sich mal angucken, ich habe die Fibonaccis da reingezeichnet, dann sehen Sie, dass die Strecke dahin fast dreiwellig aussieht. Das ist eine rote Unterbrechung dazwischen. Also das hat so ein bisschen Dreiwelligkeitscharakter und dementsprechend nicht den Impuls, den ich gerne hätte. Und dann haben wir allerdings auch von oben auf das Tief von 9.42 Uhr oder was es ist, einen Rücksetzer, der ebenfalls ABC-mäßig aussieht. Irgendwo in dem Bereich wäre eigentlich jetzt mein Einstieg gewesen, also zwischen 50, 61, 8, aber zumindest oberhalb der letzten Fibo-Marke, also der 76,4er, da wäre ein typischer Einstieg gewesen, wenn der erste Teil dynamisch gewesen wäre. War er nicht, also kein Trade. Insofern brauchen wir den hier theoretisch auch nicht zu handeln in dem Sinne. Wir sind hier also theoretisch weiterhin auf dem Warten und da kommt auch schon ein Hinweis dazu, da es ja hier beim DAX aktuell keine idealen Trade-Setups oder Setups gibt, können Sie ja vielleicht ein ideales Setup aus der Vergangenheit zeigen, dass Sie tatsächlich getradet haben, auch gerne andere Märkte. Ja, also tatsächlich wollen wir mal gucken auf ein paar andere Märkte. Das ist was, was ich typischerweise mache, dass ich auf sehr, sehr viele verschiedene Märkte gucke. Und wenn ich hier jetzt nicht sehe, muss ich das Ding ja nicht handeln. Man kann sich das hier auf den zweiten Bildschirm ziehen. Das geht jetzt hier im Webinar natürlich nicht. Dann sehen Sie es nicht. Oder man macht es sich hier klein hier auf die Seite. So irgendwie. Und dann kann man das dann hier noch sehen, wenn sich da irgendwie was dran tut. Und so lange guckt man sich was anderes an. Ja, also beispielsweise, gut, Japan wäre geöffnet. Können wir mal einen Blick drauf werfen, nur fürs Auge, weil da waren nämlich allerdings auf kurzfristig, ganz kurzfristiger Basis war da jetzt auch nichts. Ich will aber noch mal ein Ding ganz kurz, nur weil wir es gerade offen haben, zeigen, nur fürs Auge noch mal, weil es so eine schöne Geschichte eigentlich ist. Wir hatten hier, lassen wir das mal weg hier, die Aufwärtsbewegung, die wir hier nochmal 1, 2, 3, 4, 5 hatten. Wenn Sie jetzt nicht verstehen, wie die Vorgeschichte war, dann ist es nicht so schlimm, aber 1, 2, 3, 4, 5, damit war es zu Ende. Danach ging es sehr zügig nach unten hier und sehr korrektiv nach oben. Also zügig nach unten, korrektiv nach oben. Hier Fibo wieder rangelegt, zack, 50 bis 61,8 das Ganze. Danach wieder zügig nach unten. Hier wieder eine Gegenbewegung, die tendenziell zumindest mal korrektiver war als das, auch längere Zeit in Anspruch genommen hat. Hier Symmetriegedanke, das Ganze. So, und jetzt hier für all diejenigen, die mal was Exotisches handeln wollen. Ich persönlich bin der Meinung, das machen wir jetzt wieder langsam, für all diejenigen, die auch ein bisschen Zeitverzögerung drin haben. Ich habe mir das Ding hier mal genauer angeguckt, das können wir uns gleich mal angucken. Das sieht gar nicht so schlecht aus für eine impulsive Bewegung. Und wenn ich mir das angucke, das sieht nach einer ABC irgendwie was Korrektiven hier aus. Ich bin also jetzt, was den den japanischen Nikkei angeht, hier Japan 225, eigentlich eher auf einer bullischen Seite unterwegs und würde mir durchaus vorstellen können, dass der Kurs bis hier oben läuft. Ja, also das ist durchaus nicht unrealistisch. In welchem Sinne? Jetzt machen wir nochmal Elliott-Wellen angewandt, weil wir das Thema ja ganz jung erst hatten. Wir haben hier eine Schubrichtung nach unten. Ja, da fehlen uns zwar scheinbar ein paar Daten, aber ich sage mal, dass das Schubrichtung ist, steht, glaube ich, mal außer Frage.
das hier war korrektiv und das hier war auch korrektiv, nämlich A, B, C bislang. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten dazu. Wenn das die abgeschlossene Korrektivbewegung ist, dann machen wir jetzt mal mit dem Laser dazu Folgendes. Ich mache es ganz langsam und Sie gucken mal mit. Das war der erste Teil der Welle, den zählen wir mal als 1 oder A. Und zwar ganz fettes, großes A, lassen wir es mal irgendwie so stehen. So, und dann hatten wir eine Korrektivbewegung. Das ist auf jeden Fall eine A. Dann hatten wir eine kleine A, B, C. Und das Ganze hier ist eine B-Bewegung hier. Das Mittelteil. Und es ist ähnlich weit wie das gewesen. Ich könnte mir also jetzt extrem gut vorstellen, dass wir hier hinten sowas wie eine 1, 2, 3, 4, 5 bekommen und damit ein Flat. Das heißt, wir haben ein A, B, C. Und würden anschließend nochmal diese Abwärtsbewegung nach unten fortgesetzt bekommen. Und das macht auch durchaus Sinn, wenn wir uns mal das Ganze ein bisschen längerfristig angucken, denn wir haben hier eine Menge Platz nach unten und wenn der Kurs nochmal bis hierhin runterfiele, wäre das alles andere als irgendwie was Eigenartiges, denn der Markt hatte hier hier vorne, ein bisschen was fehlt jetzt hier auf der linken Seite, eine 1, 2, 3, hier eine schöne Contracting, A, B, C, D, E, 4, und dann hier hinten eine fünfte Welle, 1, 2, 3, 4, 5. Das hier war die fünfte Welle hier hoch. Damit war hier die fünfte Welle abgeschlossen. Und wir haben ab sofort eigentlich zu rechnen damit, dass der Kurs das ganze Teilstück hier nach unten nochmal korrigiert. Also Ziele mindestens durchaus nochmal das, was wir hier vorne haben, nochmal nach unten. Na, wo ist er? Je nachdem, von wo der Startpunkt ist. Also Sie sehen, da ist noch Platz nach unten. Aber erstmal nach oben würde ich vorziehen und dann nach hier unten. Das wäre so eine Überlegung, die wir da drin haben. Also das nur mal so als Randüberlegung, die wir da drin haben. So, jetzt bevor wir da was Neues machen, wollen wir mal kurz beim DAX gucken, denn das finde ich nicht so schlecht, was er macht. Wir haben ja scheinbar eine Dreiwelligkeit hier nach oben. Wir haben eine Dreiwelligkeit nach unten. Und jetzt kriegen wir vielleicht hier sogar eine Fünfwelligkeit, 1, 2, 3, 4, 5 nach oben. Das heißt, das bleibt zwar hier irgendwie was Komplexes, aber wir können unter Umständen damit sogar rechnen, dass wir hier irgendwann jetzt einen Short nochmal installieren können. Und dafür würde ich jetzt durchaus mal Fibos ein paar einzeichnen, zum Beispiel hier die letzte Abwärtsbewegung, wie weit sind wir gediehen, da oben wäre eine Fibo-Marke, die 76,4er beispielsweise. Läge da, gucken wir nochmal den gesamten Tag von heute, der hat da begonnen, ja, auch den könnten wir ja einzeichnen, Fibo-mäßig, Fibo-Retracement, von da nach hier unten, dann sehen wir, dass die 61,8er Marke hier läge, also wir kommen hier in so einen Bereich, wo, sagen wir mal, ein, zwei Marken zusammenliegen und wir hier auch so eine 1, 2, 3, 4, 5er haben, also wir mit dem Rücksetzer rechnen können. Jetzt sind wir ja zugegebenerweise auf Minutenbasis unterwegs und wenn wir Pech haben, ist das hier doch irgendwie was Impulsives gewesen. Das heißt, hier hätten wir eine erste, zweite, dritte, vierte, fünfte Welle, dann geht es sogar nochmal nach oben. Es würde aber vorher erst nochmal nach unten gehen. Das heißt, für die, die ganz schnell, ganz kleine Bewegungen mithandeln wollen und können, für die wäre jetzt eine Überlegung irgendwo ab dieser Zone hier, nochmal auf den Rücksetzer zu setzen. Umgekehrt, wenn das hier jetzt tatsächlich zu Ende ist, dieses Teilstück hier irgendwie A, B, C, auch das können wir nochmal mit dazu ziehen. Distanzmesser, Sie sehen, also ich, auch wenn ich gar nicht weiß, welches von diesen Indizien ich benutzen soll, ich nehme einfach alle. Und dann gucken wir mal, wo haben wir eine große Übereinstimmung. Da haben wir doch eine große Übereinstimmung hier. Hier hätten wir die 1 zu 1 Situation, da haben wir die 61,8. Wenn der Kurs jetzt hier tatsächlich drehen sollte, dann hätten wir eine realistische Chance, dass wir von dort ausgehen, sogar nochmal hier runter gehen. Jetzt haben wir einen Zwiespalt. Wir haben natürlich noch eine mögliche gültige Zählweise, dass es doch 1, 2, 3, 4, 5 gibt. Aber, jetzt müssen wir mal gucken, dass wir notfalls schnell mal einen Trade machen, das Chance-Risiko-Verhältnis ist auf unserer Seite. Ja? Wenn wir jetzt hier short gehen, mit der Zielhaltung, dass wir hier nochmal runtergehen, wäre ja absolut denkbar, dann hätten wir ein Take Profit, das liegt
ungefähr, ich meine, das ist jetzt arg kleinkariert, was wir hier haben. Das kriegen wir so eng auch wahrscheinlich gar nicht mal gestoppt. Stop könnten wir hier oben drüber machen, sagt er hier auch. Aber dann hätten wir ungefähr ein 10er Stop und wir hätten nach unten 15er Ziel, wobei wir gar nicht so weit, ah, jetzt kommt er schon so halbwegs runter, mal gucken, vielleicht wenn wir Glück haben, kriegen wir noch ein bisschen höhere Kurse hier, dann könnten wir es mitnehmen, wir könnten es auch als Order eingeben mit dem Limit, in der Hoffnung, dass wir es nochmal weggefrühstückt bekommen. Aber hier in dieser Zone, das war hier unser Drehbereich, da habe ich jetzt ein bisschen zu langsam das Ganze gemacht, hier im Sinne von irgendwie was 1, 2, 3, 4, 5, sage ich jetzt mal ganz grob, ja. Die Eintrittswahrscheinlichkeit für den Trade ist, sage ich mal vorsichtig, übersichtlich, aber eigentlich das Chance-Risiko-Verhältnis nicht schlecht, denn ich sage mal, ich hätte hier drüber könnte ich stoppen, ungefähr hier, denn da hier mein ungefährer Einstieg, wie gesagt, wir haben ein bisschen jetzt off-track hier von der Geschichte, lassen Sie es ein 5er-Stop sein, ungefähr ein 6er, 7er-Stop hier bei 5 ungefähr rein. Und unser Ziel liegt ja hier drunter. Das heißt, wir hätten ein 20er Ziel. Das heißt, wir hätten 4 zu 1 Verhältnis, lassen es 3 zu 1 sein. Und das, oder sogar noch ein bisschen mehr, das wäre durchaus vertretbar gewesen. Das ist nicht für jeden geeignet. Das ist eine Trading Art in diesem Fall, die für diejenigen, die auch Verluste mal aushalten können, die sagen, ist mir egal. Bei 100 Trades bin ich wieder mit dabei, weil ich ein gutes Chance-Risiko-Verhältnis habe. Das ist aber nicht für diejenigen, die sagen, ja, blöd, jetzt habe ich zwei Trades heute Morgen gemacht, waren beide negativ, jetzt mag ich nicht mehr. Also das müssen Sie selber wissen, was Sie für ein Typ sind. Dann brauchen Sie mehr Bestätigung oder ein klareres Bild. Bestätigung finde ich hier persönlich nicht so sehr, aber ein klareres Bild. Wir können ja noch kurz hinzunehmen mal, sowas wie die Stochastik. Da war sie schon hier. Ich bin ja durchaus immer, gucke ich gerne mal auf die Stochastik. Machen wir mal von mir aus so ein klassisches 13. Also auch wieder Fibo-Zahlen mag ich gerne. Und Hinweis, ich benutze eher die 70-30 als Linien, ist nicht ganz so entscheidend, aber passt so ungefähr. Dann sehen wir, naja, der ist hier schon ganz schön hibbelig. Gut, das ist ein Korrektivverhalten gewesen in dem Ding. Und hier ist er nachlaufend, auch zu weit. Also da hätte er uns auch nicht wirklich weitergeholfen, mit einer Ausnahme zu diesem Zeitpunkt hier, als wir hier oben unseren Zielbereich erreicht haben, hatte er gesagt, naja, wenn du meinst, kannst du ruhig verkaufen. Er hat keinen Indiz dafür gegeben, er hat nicht gesagt, mach. Er hat nur gesagt, theoretisch wäre es denkbar. Ja, also Sie sehen, das ist nichts für die Leute mit der starken Beweisführung, sondern das ist ein Trade für die Leute, die sagen, ist mir doch egal, ich hole mir das über die, sagen wir mal, Eintritts, nicht wahr, Quatsch, jetzt bin ich abgelenkt gewesen, über die Chance-Risiko-Verhältnisse hole ich mir das Ganze wieder rein. Das hängt dann natürlich ein bisschen von Ihnen ab, was für Sie besser passt. Schick ist natürlich jetzt, das kann das zeigen, aber das werden wir nicht auflösen können. Stellen Sie sich vor, das wären jetzt ein Stundenchart oder ein 15-Minuten-Chart, dann hätte ich jetzt geguckt, haben wir hier auf kleinerer Zeitebene, zum Beispiel 5 Minuten oder 1 Minuten, Impuls nach unten und was Korrektives nach oben. Das ist jetzt schlecht auflösbar, weil wir diese Kerzen nicht mehr auflösen können. Ein bisschen sieht es danach aus, dass das hier zumindest mal korrektiver ist als diese Abwärtsbewegung, ist aber mit Unsicherheit, weil wir hier schon auf der wirklich kleinsten Ebene sind. Also ich kann Ihnen das nicht uneingeschränkt empfehlen, diese Zeitebenen zu handeln. Ich hole mal trotzdem jetzt den mal dahin. Machen wir das mal so. So, also dementsprechend wäre jetzt quasi das Verkaufssignal. Wir können ja mal einfach mal einen machen, nur dass wir es mal ein bisschen mitverfolgen, dann sehen Sie auch mal, wie das aussieht. Wir sind jetzt short in der ganzen Geschichte drin. Ich sage mal, definitiv raus kann ich, wenn wir hier drüber gehen, im Sinne von, dass das korrektiv ist und das impulsiv. Die zweite Idee war, dass wir oberhalb dieses Clusters, dieser Zone rausgehen, also hier oben. Können ja mal gucken, offene Position und Orders. Können nämlich auch hier sehr schön händisch, das ist sehr schön, einfach auf Schließen drücken zum Beispiel. Reduzieren ist auch cool, macht jetzt hier nicht so viel Sinn, weil wir nur einen haben. Einen zu reduzieren ist schon ein bisschen wenig. Aber, Entschuldigung, wenn ich zwischendurch was trinke, aber ist besser für die Stimme, glaube ich.
wenn Sie jetzt zum Beispiel 5 Stück haben oder sowas, können Sie Teilgewinnmitnahmen oder Risikoreduktion oder was weiß ich was über diesen Reduzieren-Knopf relativ einfach machen. Draufdrücken können Sie sagen, wie viel Stück Sie weghaben wollen. Und dann finde ich das eigentlich eine ganz angenehme Sache. So, also wir müssen jetzt hier ein bisschen warten. Wie gesagt, das ist jetzt ein bisschen arg nitty-gritty. Bitte das jetzt nicht als die ganz hohe Schadkunst hier ansehen. Nichtsdestotrotz, die grundsätzliche Idee dahinter ist gut. Im Sinne von Schub nach unten, korrektiv nach oben. Wie gesagt, woran krankt das Ganze? Naja, in erster Linie daran, dass die Abwärtsbewegung von uns nicht wirklich auflösbar ist. Und wir sehen das an diesem Tail. Wenn wir Pech haben, ist die nämlich dreiwellig. Und dann wissen wir nicht ganz genau, was wir jetzt haben. Ob jetzt vielleicht erst noch die 5. Welle folgt und die dann da oben hingeht. Also da müssen wir einfach mal gucken, was wir draus machen. Wie gesagt, geht es mir jetzt mehr ums Prinzip und Ihnen einfach mal zu zeigen, wie das aussieht. Sie können sich übrigens auch das Ganze hier anzeigen lassen. Zum Beispiel hatten wir hier diesen Trade. Dann sehen Sie, hier oben haben wir unsere Stop-Loss-Marke. Hier war unser Einstieg, hier ist unser Take-Profit. Und genauso wie Sie das sonst gewohnt sind hier bei der Software, können Sie hier einfach draufklicken und können das Ganze verschieben. Und dann haben Sie die Marken da entsprechend drin. Also das Prinzip ist hier genau das gleiche wie mit den anderen Linien, die wir drin haben. So, also wenn wir ehrlich sind, da können wir jetzt nicht arg viel tun. Da können wir einfach nur abwarten und gucken, dass es, ob es gut geht oder nicht. Wie gesagt, lassen wir es einfach mal so im Raum stehen. Ob man diesen Trade jetzt machen musste, ist mal dahingestellt. Also ich sage das bewusst im Vorhinein, auch wenn der jetzt hier nach unten wie ein Stein nach unten fällt, dann ist das auch jetzt nicht hier nur, weil der Born das so toll kann, sondern das hat eine gewisse Zufallskomponente, wie gesagt, aufgrund der etwas geringeren Auflösung hier. Aber einfach, damit Sie mal sehen können, wie sowas ungefähr aussieht hier handelstechnisch oder aussehen kann, wollte ich Ihnen das mal so ganz grob zumindest mal zeigen. Okay, wir können mal gucken, was wir sonst noch haben. Wir können beispielsweise mal auf eine Währung noch mal gucken. Auch die kann spannend sein. Weil jetzt zum Beispiel würde ich zum Beispiel die US-Amerikaner noch nicht handeln. Das macht noch keinen Sinn. Man kann natürlich auch Crude Oil, das geht grundsätzlich auch rund um die Uhr, können wir einen kurzen Blick drauf werfen, auf einen kurzen Chart. Aber wir sehen zwar Schubrichtung schön nach unten, das gefällt mir sehr gut, aber der wackelt da jetzt so in kleinen Bewegungen hin und her. Also insofern ist das hier, Sie sehen das hier, sehr, sehr korrektives Verhalten. Da sehe ich jetzt persönlich auch nicht jetzt den ganz großen Sinn dahinter, das jetzt hier zu handeln. Also der auch erst gegen später. Was ich aber durchaus gerne gucke, sind Währungen, auch um die Uhrzeit schon. Ich meine, Sie können mir auch Vorschläge machen, wenn Sie sagen, Mensch, warum gucken wir denn nicht mal auf dieses oder jenes? Aber zum Beispiel Euro gegen US-Dollar ist, glaube ich, immer relativ beliebt. Auch da kann man natürlich mal schnell drauf gucken, wie das aussieht. Auch hier generell immer einmal mindestens ganz kurz auf das übergeordnete, auf den übergeordneten Chart. Wir hatten ja hier die 140, hätte ich fast gesagt, die 140 hier schon erreicht. Ja, also zack, abgeprallt von der Geschichte. Nur einfach, damit man mal sieht, dass Nachrichten zwar die Kurse bewegen, aber die Charttechniker sagen, wie weit. Ja, also Sie sehen, Symmetrie hat auch hier weiterhin seine Bedeutung. Das macht durchaus Sinn. Wenn Sie jetzt hier übrigens, das ist nochmal ganz gut, weil hier der Anstieg ja relativ dynamisch ist, Sie davor auch eine Korrektivbewegung hatten, das hier relativ korrektiv wieder war. Wenn Sie jetzt gesagt hätten, Mensch, der Born, der alte Haudegen, der geht doch immer long, wenn es hier zwischen 50 und 61,8 geht, korrektiv runter, hier hoch, relativ impulsiv. Ich muss dazu sagen, hier haben wir eine Überlappung, also das ist alles nicht so schön. Auch das hier hat nicht nur ein schönes Bild, auch das hier nicht nur ein schönes Bild, weil wir hier eben diese Überschneidung hier noch haben. Das sehen Sie hier so in dem Mittelbereich. Trotzdem, wenn Sie hier sagen, Sie gehen long, wir hätten zwar hier nicht das 1:1 Verhältnis da oben erreicht im Sinne der Projektion, ja, nichtsdestotrotz, wenn Sie hier irgendwo eingestiegen wären, hätten Sie auf jeden Fall mal eine Chance gehabt,
irgendein positives Ergebnis oder zumindest jetzt noch drin zu sein und Stop auf dem Einstieg nachzuziehen. Also da konnte Ihnen oder kann Ihnen eigentlich nicht so arg viel passieren hier an der Geschichte. So, jetzt haben wir aber das Schöne hier, jetzt sind wir auf Tagesbasis hier, das machen wir ganz schnell wieder weg, wir wollen ja was Kürzerfristiges gucken. Wir haben einen schönen Rücksetzer. Deshalb wechseln wir mal auf Stundenchart, gucken uns den mal an. Hier war die 1,40 erreicht und jetzt sehen Sie eine wunderschöne Bewegung, ziemlich zügig nach unten. Das ist doch genau das, was wir wollen. Und was ich jetzt eigentlich gerne hätte, ist, dass der Kurs in ein vernünftiges Rücksetzerniveau reinläuft, also mindestens mal 38,20, idealerweise irgendwie 50,61,8. Und das idealerweise auch noch möglichst korrektiv, also möglichst nicht so wie hier, denn das ist ja nun sehr wie am Strich gezogen hier, ja, auch wenn er hier eine kleine Kurvenbahn reinmacht, aber also da ist was Bullisches ja wohl gar nicht dran zu erkennen an diesem Markt, also das geht ja wohl nur nach unten. So, wenn der jetzt hier nach oben hin ein bisschen wackeliger, korrektiver unterwegs wäre, dann wäre das ein geniales Niveau, um irgendwo hier in dem Bereich, idealerweise 50 bis 61,8, aber irgendwo in diesen Zonen hier auf die Short-Seite wieder zu gehen. Also da mal drauf achten in den nächsten Stunden bis Tagen, wie die Bewegung ist. Aufgrund dessen, was ich bis jetzt sehe, fände ich es schick, wenn der Kurs nach oben geht. Ich bin also tendenziell eher bullisch eingestellt. Sie können sich das Ganze auch nochmal indikatorentechnisch ein bisschen aufbereiten. Machen wir hier irgendwie, wie gesagt, das müssen Sie gegebenenfalls anpassen, hier diese Stochastik, dass es passt. Also das Hoch haben wir hier einigermaßen, hier das Tief haben wir einigermaßen. Haben wir ja schon ein paar Mal drüber gesprochen, wie man das macht. Hier das Tief haben wir einigermaßen. Also wir haben noch Platz nach oben, wir sind da noch bullisch unterwegs. Da ist noch alles offen für die bullische Seite hier. Insofern alles Babene. Ja, also noch super. Wir können jetzt mal gucken, ob wir auf 15 oder 5 Minuten Basis da irgendwie was Wertvolles finden. Jetzt schauen wir, oh, das sieht doch gar nicht so schlecht aus. War allerdings jetzt eine falsche Uhrzeit. Für uns jetzt noch nicht mehr machbar. Schauen Sie sich die Bewegung an. Ist die impulsiv oder ist die korrektiv? Ist eine blöde Uhrzeit, ich weiß. Freitagabend und die Uhrzeit mag ich auch nicht mehr gerne übers Wochenende Positionen aufmachen und offen halten. Aber das hier ist auf jeden Fall mal impulsiv. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Und was wünsche ich mir nach einer impulsiven Bewegung? Ein Rücksetzer, der A, korrektiv ist und B, idealerweise 50 bis 61,8 runtergeht, aber zumindest mal nicht unter die 76,4. Ja, gut. Also, wer es mit mir jetzt Armdrücken machen will, der hat natürlich recht. Wir sind hier unter die Marke. Ich könnte mich jetzt rausreden und sagen, es gibt ja noch die 78,6er. Das heißt, immer hier nochmal einen Millimeter mehr zulassen. Es ist eine grenzwertige Geschichte, aber vergessen wir, ob wir da long gegangen wären oder nicht. Theoretisch hätte man da long gehen können. Ausgestoppt wäre man da auch nicht. Haben wir ja schon mal darüber gesprochen, dass der Stop hier hingehört oder sogar ganz unten. Aber wenn dann hier irgendwo in dem Bereich, also zwischen diese letzte Verteidigungsmarke und der 100er Marke. Insofern alles in Ordnung. Für diejenigen, die hier pauschal irgendwie long gegangen wären, wir hätten ja hier nochmal die Symmetrieüberlegungen und so weiter, die hätten uns dann hier irgendwo kaufen lassen in dem Bereich. Wie gesagt, hätte, täte, wäre, darum geht es ehrlich gesagt gar nicht. Wir haben hier einen deutlichen Anstieg, wir haben hier was Korrektives nach unten. Oh Gott, wir haben ja schon überzogen, sehe ich gerade. 5 Minuten machen wir noch jetzt und dann machen wir Schluss wegen der Aufzeichnung. Uiuiui, ist mir gar nicht aufgefallen hier. Aber weil es so ein schönes Beispiel ist. Danach hier korrektiv runter und jetzt wieder hier impulsiv nach oben. Hier die Bewegung. Also, schöner Schub nach oben. Und ich kann mir vorstellen, theoretisch auch jetzt ab sofort, denn danach sieht es ja hier schon aus, vielleicht haben wir hier die vierte Welle. Ja, irgendwie was Korrektives jetzt. Und danach gibt es nochmal einen Fünfer nach oben, also nochmal einen Anstieg, der nach oben geht, um das Ganze zu beenden. Und damit ist aber noch nicht alles gesagt, denn damit ist Dynamik hoch, Korrektur, Dynamik hoch, dritte Welle, Korrektur, Dynamik hoch. Das heißt, wir hätten einen Fünfweller nach oben und könnten von dort ausgehend mit einer Korrektivbewegung rechnen. Jetzt bin ich zwar im Chart vom DAX, aber Sie wissen, was ich meine. Also dann geht der Kurs von da hier irgendwo runter. Also wir reden über Euro gegen US-Dollar. Und dann impulsiv weiter nach oben.
Ja, das heißt, wir haben hier wirklich ein schönes Bild. Beobachten Sie das mal. Hier haben wir eine tolle Erwartungshaltung, dass der Markt sich entsprechend unserer typischen Bewegungsmuster bis jetzt verhält. Das müssen wir hier abwarten, ehrlich gesagt, bis er hier diese Niveaus erreicht hat, von denen aus wir losschlagen können. Aber wir haben das Handwerkszeug, also da müssen wir nicht drüber diskutieren. Warten Sie die Situation ab, gucken Sie hier gelegentlich mal drauf, alle paar 5-Minuten-Kerzen oder alle einmal pro Stunde oder sowas in der Richtung, und dann wissen Sie, wie Sie da reingehen müssen. Also das ist genau Schema F. Insofern passt das. So, wie sieht es hier beim DAX aus? Das machen wir jetzt noch abschließen. Wir müssen ja irgendwas mit dem Ding machen. Also richtig überzeugt von der Abwärtsrichtung bin ich nicht, weil überzeugt wäre ich mit einer richtig impulsiven Bewegung. Allerdings dürfen wir nicht vergessen, wir waren vorher korrektiv, haben hier eine Gegenbewegung. Warum soll es jetzt nicht korrektiv wieder nach unten gehen? Also insofern ist das schon nachvollziehbar. Wie gesagt, ist es eigentlich nicht ein Trade, den ich besonders bevorzuge, weil ich mag am liebsten solche impulsiven Geschichten handeln. Denken Sie an das, was wir hier besprochen haben. Aber es ist zumindest mal eine Überlegung, dass der Kurs jetzt hier noch weiter nach unten geht. Alleine Chance-Risiko-Verhältnis spricht für uns. Wenn Sie jetzt den Platz verlassen müssten und so einen Trade auch mal machen würden, also ich will Sie dafür ja gar nicht animiert haben, dann würde ich jetzt zumindest mal ein bisschen den Stop nachziehen, weil einfach wegen des Chance-Risiko-Verhältnisses, weil die Eintrittswahrscheinlichkeit für das Ding ja schon sowieso nicht so doll ist. Und jetzt sehen Sie schon optisch, das ist mein maximaler Verlust hier, das ist meine Gewinngröße. Damit bin ich ganz grob beim 3:1-Verhältnis. Ja, das kann ich machen. Das würde bedeuten, dass eine Trefferquote von 25% mir hier ein Plus-Minus-Null-Ergebnis bringt. Ich gehe mal davon aus, dass die Eintrittswahrscheinlichkeit knapp über 25% liegt, sagen wir es mal so vorsichtig, also dass ich damit eher Geld verdiene, dafür ist die Wahrscheinlichkeit schon nicht so schlecht. Ich sage mal spätestens, also ob ich hier schon auf den Einstieg nachziehe, weiß ich nicht, vielleicht hier auf die Zwischenhochs, damit habe ich es nochmal reduziert, aber wenn wir dann hier sind, sagen wir mal, spätestens dann würde ich auf jeden Fall auf den Einstieg nachziehen und dann, was soll's, dann ist die Kuh dann auch vom Eis. Wer jetzt sich gar nicht sicher ist und sagt, Mensch, war eh ja nur ein Übungstrade oder ein Demo-Trade hier, kann ja jetzt auf den Einstieg nachziehen. Wenn er Glück hat, fällt er weiter, er hat ja nichts jetzt mehr zu verlieren. Wie gesagt, kommentiert hatte ich den Trade von seiner Güte. Damit sind wir, was den Chart angeht, schon am Ende. Bitte tippen Sie mal rein, ob Ihnen das heute gefallen hat oder ob Sie sagen, also den Schmarrn, den kann der Born sich gerade sparen oder Ayondo, was, wer auch immer. Wenn Sie sagen, Mensch, das fand ich klasse mit morgens. Ja, das sollten wir ruhig mal öfter machen, was auch immer öfter heißt. Also Sie können es ja wünschen, dürfen Sie sich alles. Hier nicht vergessen, Moment, ich mache das mal richtig. Hier, das ist nicht 9 Uhr, sondern am 16. ist es auch 19 Uhr. Also das ist ein Fehler meinerseits gewesen. Die nächsten beiden Male sind also wieder Abendtermine. Und dann der 2. Juni ist auch ein Doppelschlag-Abendtermin, nämlich mit dem Elliott-Wellen-Spezial. Aus meiner Sicht ein Hingucker. Also wenn Sie sich irgendwie mit Elliott-Wellen beschäftigen wollen, dann dürfen Sie das sowieso nicht verpassen. Wie keins der Webinare, in der Hoffnung, dass ich da meinen eigenen Ankündigungen überhaupt gerecht werde. Nichtsdestotrotz, ich freue mich, dass Sie heute da waren. Wie gesagt, schreiben Sie alle noch mal ein bisschen da rein, mit Montag 9 Uhr oder sowas. Wollen Sie das einmal im Monat, zweimal im Monat? Wollen Sie das zusätzlich? Wollen Sie es gar nicht? Wie auch immer. Ihre Ideen dürften Sie sich reinschreiben, wie wir es dann umsetzen können. Das hängt dann natürlich von vielen Faktoren ab. Das können wir dann noch mal intern hier ein bisschen besprechen. Aber wenn wir Ihre Wünsche besser kennen, dann können wir besser darauf eingehen. Also Sie sehen, worum es geht. Ich sage auf jeden Fall mal herzlichen Dank, dass Sie da waren. Ich freue mich, wenn Sie nächste Woche wieder dabei sind. Wenn es Ihnen gefallen hat, machen Sie ruhig Werbung dafür. Da freuen sich die Ayondos drüber und ich mich auch. Ich rede auch gerne vor vollem Haus. Insofern ist super, aber auch von einer eingeschworenen Gruppe. Also ganz egal, wie viel wir nächste Woche sind. Mit mir können Sie auf jeden Fall rechnen. Ich wünsche Ihnen eine gesunde Woche, eine erfolgreiche Woche. Bis dahin Ihnen alles Gute.